Und herzlich willkommen, liebe Hartstott-Freunde. Ja, und ich muss euch erstmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, wir haben heute den 3.1., den 3.1.2016. Ich wollte gerade schon 2015 sagen, daran muss ich mich jetzt erstmal wieder gewöhnen. Den 3.1.2016. Und den haben wir aber gerade erst, denn wir haben kurz nach 0 und ja, Season Dezember abgeschlossen, Rang 15 sind wir geworden, natürlich nicht so schön. Ja, und die höchste Truhe war eine 14er, die machen wir jetzt auf, ne, ist ja klar. Wie des Öfteren. Oh. Oh. Und goldene Karten, alles klar. 11 Bonussternchen, Schildträger, supi. Und 3 neue Dailies. Mhm. Kartenchaos haben wir auch. Eieiei. Muss ich dann aber auch noch aufnehmen, ne? Mach ich mal weg. Ja gut, dann gucke ich doch jetzt mal kurz in meine Sammlung rein und überlege, was ich mit euch für ein Völkchen mache. Ich habe noch vage in Erinnerung, dass ich euch ja schon mein Secret verraten habe, meine Deckidee, die mir schon seit Ewigkeiten auf der Seele brennt. Und das möchte ich heute nochmal ein bisschen angehen. The Mill Mage, ne? Ich meine... nicht perfekt, ne? Es ist nicht perfekt. Aber wer ist schon perfekt, ne? Also ich ganz sicher nicht. So. Deswegen gibt es jetzt noch eine Episode Mill Mage. Ja, ich glaube, ich habe davon schon 2 Folgen gemacht im letzten Jahr. Das hört sich an, als wäre das schon ewig her, ne? Na, sagen wir mal vor 3 Wochen, vor 4 Wochen. Ich kann nicht aufhören, an meinem Bart rumzuspielen. Deswegen muss ich den mal wieder stutzen. Ja, ich habe den ganzen Tag ist übertrieben, aber mehrere Stunden Heroes of the Storm gespielt heute. Oh, es ist teilweise so schön, aber es ist teilweise auch so nervenaufreibend. Ich glaube, das kann auch nur jemand verstehen, der das Spiel kennt und weiß, wovon ich rede. Man hat so schöne Fights, man hat so schöne Momente, da macht das Spiel so viel Spaß. Ich meine, das Spiel macht auch so Spaß, so ist das nicht gemeint. Aber, manchmal, ne? Ned Pagel? Für mein Mill Mage? Ja, hör mal. Hab einen. Das funktioniert doch schon mal sehr gut. So einer ist das. Oh ja. Ja, tanzende Schwerter können wir ja auch mal duplizieren. Na, gar kein Problem. Oh ja. Saromis, hä? Mill Mage hast du auch noch nicht gesehen. Ich bin bereit. Noch einer.
Rennen. Oh ja. Manchmal vergessen ich dich. Ein Zauberschadenpriester anscheinend. Oh ja, du hast richtig gesehen. Gut gespielt. Du nicht nehmen, Kerze. Sei der Herr von Nachteros. Ich habe die Kraft. Aber Schattenwort tot ist weg und er hat noch 16 Karten in seinem Stapel. Ich habe noch 20. Ich bin ein Meister der Magie. Okay. Meister der Magie. Ne? Gut gespielt. Hat er gut gemacht, ne? Mir fehlt leider ein bisschen Mana, ne? Hab einen! Nochmal eine Nova. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Oh man. Kann das Mana schmecken? Gut gespielt. Voll. Hab einen! Aufgepasst! Zu lernen. Okay. Warte mal. Ich fürchte den Tod nicht.
Schattenwortschmerz. Ah. Ich bin bereit zu lernen. Nein. Er ist doch fast gemillt. Und jetzt sterbe ich. Auf jeden Fall noch einen Tiefenlicht-Orakel im Deck, oder? Ich habe nicht beide gespielt, ne. Ich habe nur eins gespielt. Das heißt, die Combination, die existiert noch, ne? Oh, man. Oh. Hör auf jetzt. Bitte lass mich noch den Zug überleben. Und am besten meine Dudes auch alle. Dann kommt hier Echo und dann geht's ab, ne? Ich bin bereit zu lernen. Dies ist unsere Stadt. Gut gespielt. Schnell entscheiden. Oh, damn. Eine Karte, ne? Ja, trotz allem bin ich, glaube ich, leider pretty much down. Ich meine, ich könnte hier den Affen spielen, aber dann gebe ich ihm wieder Zauber. Das bringt jetzt auch nichts mehr, ne? Ich könnte hier das machen. Keine Karten mehr. Ach, schade. Ich frage mich, ob... geht hinter mir in Deckung. Schade, schade, schade. Lasst uns handeln. Ihr gebt auf, ich lasse euch am Leben.
Karten mehr. Gut gespielt. Ah. Das ist bitter, ne? Einen Versuch haben wir noch. Einen haben wir noch. Ich bin so dick. Komm, einen haben wir noch. Jada gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Vielleicht ist er eingeschlafen. Kapitsch 008. Ja, 007 ist ja vergeben. Ne? 007 gibt's ja schon. Da muss man ja 008 sein. Immer noch AFK der Typ, ne? Ah. Aha. Eine Pulle mal aufgemacht hier. Erste Folge in diesem Jahr. Und dann so was, ne? Hätte ich mir nicht einfach was Anständiges aussuchen können. Zu diesem glorreichen, zu dieser glorreichen Neujahrsfolge. Aha, ein Secret Paladin. Welch seltener Anblick. Jetzt kommt ein Geheimnis. Oder Hero Power. Hero Power, alles klar. Excuse me, da tut mir natürlich jetzt sehr leid. Kapchikupchiku. Ich frage mich, ob... Ein Geheimnis. Wer hätte das wieder? Nachdenken. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Junge, wie lange der braucht. Da bin ich ja 100 Mal eingeschlafen und wieder aufgewacht.
Na geil. Überlegt er noch so lange? Ditch, ditch, fertig. Und beide leben sogar noch. Ah, das ist jetzt die neue Strategie, ne? Den Gegner zu Tode langweilen. Ja. Dankeschön für diese wastete Aktion. Und ich... Er schafft es wahrscheinlich trotzdem noch, mich wegzuhauen. Ja, geil. Finde ich geil, dass er den bufft. Ich freue mich. Aber auch das macht vermutlich keinen Unterschied. Melde mich zum Dienst. Ja. Zum Dienst. Dankeschön. Melde mich zum Dienst. Das war's. Runter! Wenn er jetzt die Waffe gezogen hat oder noch so ein Buff, dann bin ich hinüber. Melde mich zum Dienst. Hat er nicht. Aber ich bin trotzdem gleich hinüber. Vielleicht hätte ich den vorher spielen sollen, aber ich habe so das Gefühl, dass er vielleicht den 3-3er wegmacht. Vielleicht. Wäre ganz cool. Auf jeden Fall wird das eine harte Nuss, den zu milden, ne? Ja, tu es. Tu es! Ja, Junge. Ich verrat's niemandem. Geil. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Puh,
Junge, Junge, Junge. Ja gut, dann war es das so weit. Leider schon wieder von dieser Folge Millmage. Da habe ich mir ehrlich gesagt selber auch ein bisschen mehr von versprochen. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn der ein oder andere jetzt ein bisschen enttäuscht ist. Ist ja auch erst so, so ein Versuch gewesen. Also natürlich fehlen mir, wie schon beim letzten Mal gesagt, viele, viele Karten, um das Deck wirklich so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Mir fehlt der zweite hiervon und mir fehlt das zweite Echo und so weiter. Aber vielleicht kommt das ja noch und ja, aber das war's erstmal. Und mal schauen, womit ich mich in der nächsten Folge befasse. Vermutlich mache ich jetzt erstmal Kartenchaos, denn es ist schon langsam spät und ich muss auch langsam in eine Koje. Aber ja, Kartenchaos-Folgen mache ich jetzt noch und dann ist morgen Abend ein neuer Tag. Beziehungsweise natürlich morgen früh, aber YouTube-Gaming-technisch vermutlich morgen Abend. Peace out, ich bin draußen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dailies haben wir natürlich jetzt auch jede Menge. Ja, mal gucken. Tschüss.